Wenn er mir jetzt wieder auf den Sack geht, mach schon tot. Den hol ich mir aber jetzt so oder so. Allein schon, weil er es verdient hat. Wo ist er denn? Hier! Arschfresse! Komm zurück! Was machst du denn da oben, hä? Komm nur ran, du Wichser! Ich meine, du Spaten! Haha! Hey. Ey, den mach ich so fertig. Komm ja her. Hier drüben. Hey! Ninja! Huga, huga, huga! Wie ich jetzt auf den zugesprungen bin. So, ich wollte mir doch eigentlich das Hühnchen Spaßbad angucken. Was mache ich denn jetzt? Ey, sag mal, hier ist doch tatsächlich die nächste Larve drin. Nicht schon wieder. Ja, ja, aber der Schaf muss drinnen bleiben. Drinnen bleiben. Ah! Wo ist der? Was denn? Hat auch. Ja, die backen sich hier unten raus. Also, das ist. Das liegt aber am Server, also. Na, wo bist du? Ausgeburt der Hölle. Oder so. Gut. Jetzt müssen wir sehen. Wie wir das Feld da oben, ne? Weil. Das war ja bis jetzt immer ziemlich doof und so. Ne? Also da versuche ich nochmal was ein bisschen mit dem Waterflow zu richten. Weil ansonsten ist es ja ziemlich pretty much beschieselt. Hatten wir jetzt hier noch irgendwie Eisen oder sowas? Nee, ne? Haben wir gar nichts hier. Das ist jetzt blöd. Und hier oben die Kisten sind auch bloß zur Deko. Jo, sind sie. Also schaufelmäßig ist das doof. Dann muss ich nämlich mal gucken, welche Felder dort oben. Also ich besame erstmal wieder das Feld. Und danach werde ich schauen, welche der Felder nach einer erfolgreichen Abtreibung. Ja, Mann, was auch eine gute Idee wäre, wenn wir in unserer Ferienwohnung ein paar Villagers einziehen lassen. Jo, so als Empfang. Genau, das haben wir ja. Naja, gut, eigentlich Empfang müssen wir woanders hin machen. Ach, das war auch wieder so eine Sache hier, ne? Jungs, also. Haben wir vergessen zu reparieren. Müssen wir noch machen, Kalle. Kannst du gleich mal machen. Kannst Kies und Cobblestone-Stufen holen. Ein Feld lasse ich dann immer zum Runtertrampeln jetzt hier. Ach nee, das war ja genau das hier. Hey! Na! So. Und das lasse ich immer so, wie es ist. Ja, lasse ich natürlich immer so, wie es ist. Damit wir dann dort runter können. Und hier den Rest zerharke ich mal. Damit wir das. Sehr schön. Wir brauchen Dreck, Kies. Kies. Und dann kann man hier mal am Rand wieder hochgehen. Und dort auf diesen Feldern runter. So. Jetzt ist natürlich die Frage. Ist die Erntemaschine denn schon so effizient, wie wir das wünschen? Oh.
Oder braucht sie noch etwas Nachhilfe? Komm, so. Wir müssen halt schauen, das ist mir schon aufgefallen, wenn wir hier bei der Erntemaschine sind und dort die abfahren, dann kommen meistens weniger Samen, als was für die Auffarmung benötigt werden. Also irgendwas läuft da noch nicht ganz knorke, knusper, knaser. Und zumal wurde die ja letztens von irgendeiner gewissen Person zerstört, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer genau das war. Auf jeden Fall war ja dann die ganze Ernte für ein Amokes. Ach, das war ein Creeper, stimmt ja. Der hat ja dann Kalle weggesprengt und hat gleichzeitig eine Redstone-Leitung zerruppt. Und nachdem es die Redstone-Leitung zerruppt hat, ist hier automatisch das ganze Feld abgefarmt worden. Alles weg und wir haben es ja nie bemerkt, ne? So doof und tölpelhaft, wie wir sind. Ja, und dann war es weg, das Zeug. Hat Hannibal schön gemacht mit den Texturen. Muss man sagen. Auch wenn der Tipp von mir kommt und das wahrscheinlich jetzt keiner eingestehen will, aber hat sie fein gemacht. So. Kalle, machst du den Weg? Ich bin stolz auf dich. Und ich hole in der Zeit Weizen, weil ich habe ein Schweinchen gesehen. Na? Jetzt leckt das ein klein bisschen. Also, das ist gerade ziemlich suboptimal. Deswegen sah ich jetzt aus wie besöffelt. Und ich hole mir jetzt das Schweinchen dick. Dicky! Stonehenge! Dicky! Kalle, wir wollen nachher noch Smackdown gucken. Ach nee, scheiße! Kommt ja gar nicht, kam ja gar nicht. Komm, besuch mal deine Freunde, hm? Komm mit. Meinst du mich? Also das Schwein. Ja, wenn du Freunde hast, die wir mit Weizen suchen, meine ich natürlich dich. Stille im Schnee. Hier im Wald gibt's doch bestimmt noch ein paar von deinen Kumpels, oder? Bring mich hin. Hm, kannst du auch zwinkern? Hm? Nee, du kannst nicht zwinkern, ne? Kannst du nicht so zwinkern wie die Kuh, leck ich mal. Oh, ich hab deine Freunde gefunden. Hallo. Euer zwei seid ja süß. Na, was sagt ihr dazu? Geh mal heim? Ja? Toll. Und sonst so? Wie steht's aus? Also wie schaut's? Hä? Wollen wir heim? Ja? Gut. Dann gehen wir. Folgt mir. Oh, ihr seid so knuffig. Und ihr seid beide so süß, ja. Euer Eint möchte man ändern. So wie Meerschweinchen, so süß seid ihr. Jetzt werdet ihr aber nass. Hm? Tja, aber das macht euch ja nichts, ne? Nö, kommt mit. Tja, ihr seid auch gut. Tja, wetten, ich darf hier drunter sterben und die machen sich einen fetten. Süß, hier lang, ihr Süßis. Hier lang. Oh, sind die putzig. Jetzt mal ernsthaft, find die süß. Bis ich aus euch Schnitzel mach. Kalle, der Weg ist unkomplett. Mir ging der Kies aus. Glaube ich dir nicht. Putje. Jetzt gucken die dazu, was du mit dem Weg machst. Und jetzt kommen sie wieder hier lang. Fanden dich uninteressant. Wild. Dachten, nee, den kennen wir. Na, das Schwein muss mir folgen. Jedes Mal, wenn du in meiner Gegend bist, dann wollen mich die Tiere nicht mehr. Hau ab. Sie sind mir jetzt die ganze Zeit so schön gefolgt. Hallo, hau ab. Putje. Da lenkt euch ab, ne? Ihr wollt gar nicht zu dem. Ihr wollt zur knusprigen Seite. Da macht. Dorthin, wo es Schnitzel gibt. Ja. Hier lang. Putje. Oh, seid ihr zwei süß. So. Gleich machen wir wieder lustige Paarungsrunde. Putje.
Putti. Na, sag mal, du willst mir doch jetzt nicht ernsthaft erzählen, dass du an meinem Weizen kein Interesse hast. Rein dort jetzt. Rein dort. Hier geblieben. Oh, meine Liebe, und jetzt kommt so ein Baby raus. Oh! Ja, genug. So. Und jetzt hat die Emma zwei Varianten. Entweder die macht sich jetzt in Bälde auf in ihren Stall. Oder es kommt. Oder es kracht big time. Ab jetzt hier. Eutertrennung extrem. Hallo, rein dort. Hey, Kalle, wir haben hier Notstand. Die versuchen schon wieder zu flüchten. Ey, das Schaf macht einen Abflug. Schaf, nein, Schaf. Toll. Ja, was glotzt denn du so blöd? Kiff weniger. Schafe und Kühe bitte trennen. Hallo. Jo, geh rüber. Jawohl. Da, was macht das? Wir haben zwei Schafe hier hüben. Wir haben zwei Schafe. Putschi. Putschi da. Putschi hier. Putschi. Feiling. Wenn du mich nicht interessant findest, ja? Dann guck mich nicht so blöd an. Ja, nee, da brauchst du gar nicht diskutieren. Ja, nee, du bist... Nee, lass jetzt. Ich rede mit dem, also lass mich. Ja, die ist an mir interessiert. Hier, guck mal, du darfst mit der. Weil ihr so nett seid. Jetzt machen sie Liebe. So, und das eine Schaf hat jetzt eine Variante. Entweder es kommt hier rüber. Oder Wiesenhof kommt zu Besuch. Oder Wiesenhof, genau. Was wollt ihr? Okay, jetzt kommt Wiesenhof. Wo ist es? Ich bin Wiesenhof. Diese. Diese Szene war für Zuschauer unter 16 Jahren leider nicht geeignet. Oh toll, ich hab euch ein Stückchen Erde hier gemacht, ne? Könnt ihr. Hier, guckt mal. Habt ihr. Die nachfolgende Sendung ist für Schuhschauer. Schuhschauer, ja. Schuhschauer, wir wissen schon. Ihr vögelt doch gern immer, ne? Hier, nee, Schweinchen sind dann nicht so nimmer satt. Rote Wolle. Ihr habt's auch mal verdient, ordentlich zu Freude zu haben. Langeweile. Die haben Langeweile. Ey, drin geblieben. Ihr könnt drin Langeweile haben. Ey! Darf Wiesenhof wieder kommen? Na, nicht so hilfreich, wenn Wiesenhof jetzt kommt. Schiebt das, ja, bringt, versucht das Vieh irgendwie. Versuch es zu animieren. Versuch es zu animieren. Das Ding hält bestimmt einen Schlag aus, wenn sie reinkommt. So. Na, wir haben es ja schon wieder fast geschafft. Ey, weg dort. So, was fehlt jetzt, ist die Frage. Lila Schafe an die Macht. Die müssen erst noch wachsen. Ich sehe noch kein einziges erwachsenes Huhn, also dauert das noch, bis wir uns das richtig auffüllen können. Was fehlt uns? Wir haben Kühe, wir haben Schweine, wir haben Hühner, wir haben Schafe. Da wir jetzt im Stall soweit fertig sind, das dort hinten auch gemacht haben, legen wir uns jetzt Ben. Und nachdem wir bei Ben waren, machen wir uns an die Bergwohnung, an die Inneneinrichtung. Und da Hannibal ja so schöne Gardinen hat, lege ich mich hin. Gute Nacht.
Danke sehr. So. Geht's zur Bergwohnung, gell? Wir betreiben eine Farm. Wir formeln Tiere, bis es nur nicht mehr geht. Wir betreiben eine Farm. Wir formen Wolle. Und holen das schwarze Schaf doch noch. Das Kalle-Schieb. Na. Renn jetzt hier. Kalle, wenn du es wusstest.